Nehmen wir das Eisen doch gleich mit. Wenn man bedenkt, ja, was man so für Probleme hatte so zwischendurch, weil einem ständig die Metalle gefehlt haben. Und jetzt kann man sich vor lauter Metallen gar nicht mehr retten. Und die Kiste ist voll. Das kann weg. Ach, bin ich schön. Es ist schön, wenn das so läuft, ne? Aber dass man mit Gärtnern wirklich zuerst auf Level 1, auf Level 100 sind, das hätte ich auch nicht erwartet. Okay, ich glaube, an Mannequins war es das jetzt. Das heißt, wir können jetzt hier Rüstungen verteilen. Die teilweise nicht mal fertig sind. Beziehungsweise, wir haben ja auch noch ein paar von den Endgegnern, ne? Vielleicht packt man die dann auch entsprechend einfach zu den Viechern? Aber die können wir mal. Oh, hier ist noch ein Königsei. Der Pilzschleim. Und andere Dinge. Warte mal, hier waren die Rüstungen. Immer von den Holzhelmen. Hat man nicht auch noch die Holzhosen? Okay, alles, was irgendwie schon zwei Sachen hat, die nehmen wir mal mit. Jägermantel? Ich hätte schwören können, wir hatten davon auch schon die Hosen. Wo sind die? Wo sind die denn? Warte, wo habe ich die da? Irgendwie ist das alles sehr verwirrend. Und ich habe den Decken, das Deckending vergessen. Na egal. So. Das war das so überhaupt nicht zusammen. Ja, hat jetzt überhaupt keine großartige Reihenfolge. Ist jetzt einfach nur so. Das Ding ist cool. So. Genau. Wir haben hier Umrod und Raka. Das heißt, Umrod ist hier unten. Und Raka war hier. So. Passt. Passt, wackelt, hat Luft. Und hier müssen wir noch mit dem Deckenhammer noch mal ein bisschen Licht in die Sache bringen. Kann ich glauben, dass wir schon wieder die Hälfte von den Metropolis-Blöcken abgebaut, verbaut haben. Also wirklich. Und da kommt ja noch mehr dazu. Das ist ja hier noch lange nicht alles. Aber es ist schon ordentliches Gewölbe hier, ne? Eigentlich müssten wir nach unten weiterbauen. Aber andererseits, hier haben wir ja den Schleimspawn-Punkt. Also eigentlich müssten wir dann hier lang und da lang weiter ausbauen. Hier lang und da lang und dann nach unten hin. Mal gucken. Weil dann, sonst kommt das hier mit dem hier noch in die Quere. Das wäre auch nicht so gut. Das wäre nicht so gut. Dann tauschen wir mal den gegen den. Und die Wände können wir erstmal wegräumen. So. Da dahin. Da dahin. Ja. Ich meine, die Hose von dem Teil hier hätte ich sowieso gerne noch, ne? Von daher, wir werden heute auf jeden Fall nochmal in die Wüste. Ab in die Lavaschleim-Ecken. Oh nein! Da wollte ich ihn nehmen. Ah, hier drüben hatte ich die noch nicht. So. Jetzt sieht's gut aus.
erstaunlich, was man so alles an Rüstung und so findet. Oh Gott, dieses widerliche. Dieses widerliche Kichern von dem, das ist so. Okay, den müssen wir also verbessern. Was brauchen wir denn dafür? Galitbarren und antike Münzen. Also, wenn es um Münzen geht, da sind wir bedient. Apropos, warte mal. Nur für den Fall, dass wir es brauchen, ich würde mal ganz kurz in die Wüste fahren und Galaxit besorgen. Nur falls wir das fürs Aufwerten brauchen. Und dann können wir ja vielleicht auch mal gucken, ob unsere Muskete nochmal aufwertbar ist. Mal den legendären Bogen haben wir noch nicht. Es wäre cool, wenn wir den hätten. Ich kann mir irgendwie aber nicht vorstellen, dass irgendwas auch nur ansatzweise besser wäre als unsere Muskete. Mit 533 Fernkampfschaden, und das war relativ früh, haben wir mit dem Ding so viel Schaden gemacht, das war unglaublich. Und so, dann geben wir ein bisschen Gas. Ein Hoch auf Pfeffer Wraps, echt. Ich finde es auch cool, dass sich das praktisch von alleine alles levelt. Und man eigentlich gar nicht so viel dann irgendwie nachhelfen muss. Weil man läuft ja sowieso fast überall hin. Aber die Portale sind echt ihr Geld, wirklich ihr Material wert. 308. Das ist viel. Ich weiß nicht. Also für meine Verhältnisse ist das viel. Also wir müssen erstmal warten, bis der Solarit geschmolzen ist. Vorher können wir ja das Galaxit gar nicht machen. Dang it. Was ist denn hier schon wieder los, ne? Volksversammlung? Und die Keule habe ich letztes Mal erst gefunden. Die ist so hammergeil. Was ist denn hier los? Nicht meine. Kommen denn hier die ganzen Schleime her? Ist ja irre. Nahkampflevel, yes. So muss das sein. Hallo. Okay, ich weiß zumindest, wo die Pilze herkommen. Warte mal. Hat er gelernt? Das geht besser. So, kommen hier wenigstens keine Pilzviecherchen mehr lang. Das heißt, bis auf da. Au. So. Erledigt. Bisschen aufgeräumt. Zieh los. Was ist hier los? Okay. Aber dass du schon so weit bist und bisher eigentlich nur einen einzigen Boss gelegt hast, ist auch irgendwie cool. Das muss man ja erstmal auch schaffen, ne? So. Zumal man ja von den aktuell letzten drei Hauptbossen ja auch echt gute Fähigkeiten bekommt, die wirklich hilfreich sind. Also wenn du die Bosse machst, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, die nach der Reihenfolge zu machen. Das ist schon sehr hilfreich. So, Münzen. Münzen, Münzen, Münzen. Wir haben ja heute, ob es um sein letztes Ersparnis gebracht. Ich würde sagen, was Geld angeht, wir können drin schwimmen. Ich hau dir bald eins in die... Ey, ganz ehrlich, der macht mich wirklich aggressiv, ja? Das ist... Schlimm. Richtig schlimm.
Also den so eklig gemacht haben. Das ist herrlich. Es ist herrlich. Dschungelsmaragd? Was ist denn ein Dschungelsmaragd? Bergbauschaden. Ah nee, warte, wir haben jetzt gerade 902 Bergbauschaden. Ozeansaphir? Und da verließen sie mich, weil wir haben keinen Galaxit mehr. Kann man machen? Ozeansaphir. Was auch immer das ist? Noch nie von gehört. Finde ich aber spannend jetzt. Halt, halt, halt. Einfach nur so. Okay. Gut. Dann können wir die Münzen wieder wegräumen. Und haben noch ein bisschen Galaxiterz. Das heißt aber auch, wir bräuchten wahrscheinlich wirklich ein zweites davon, ne? Aber die nehmen so viel Platz weg. Okay. Schade. Keine Figur bekommen. Aber eine Grottling-Kapuze hatten wir die nicht sogar schon mal? Oh, dieses Holz ist so schön. Dieses Kristallholz ist sowas schön. Man schön. Glimmholz heißt das, ne? It's pretty! Es ist einfach nur pretty. So pretty. Ganz ruhig. Du musst ihn nicht mehr lange ertragen. Ganz ruhig. Alles wird gut. Alles wird gut. Mal wie viele? Halt. Acht. Grottling-Kapuze? Ich glaube, die hatten wir schon. Die müssten wir schon in unserer Sammlung haben. Richtig oder richtig? Müsste hier die sein, ne? Ja. Perfekt. Wir haben sie schon. Und offensichtlich gibt es ja irgendwie am ewigen Meer gibt es offensichtlich einen Schlüpferdieb. Wir haben da schon so viele Bikini-Unterteile gefunden, aber keine Oberteile. Ich wette, er ist der Schlüpferdieb. Ich wette so sehr, dass der Typ hier, der schmierige Händler, der Schlüpferdieb ist. Oder er hat die Oberteile geklaut. Und die rückt er nicht raus. Und wir haben nur die Unterteile gefunden. So oder so. He's to blame! Okay, warte. Wir wollen ja zuerst in die Wüste. Das heißt also, das Boot lasse ich erstmal hier. Essenstechnisch, ja, ist okay. Ah, den können wir mal mitnehmen. Die Angel lasse ich erstmal hier. Die brauchen wir wirklich nicht. Die brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Käfer kann man immer mal sammeln. Das ist kein Problem. Die hebe ich mir auch auf, nur für alle Fälle. So, unten machen wir noch zu. So. Dann darf hier noch alles vor sich hinschmelzen. Und machen und tun. Und dann schauen wir uns mal ein bisschen in der Wüste um. Durchkämmt die Wüste. Wir haben nicht mal Scheiße gefunden, Sir. Ah. Spaceballs, sehr zu empfehlen, der Film. Beste Star Wars Verarsche. Der beste Star Trek Film ist ja sowieso Galaxy Quest.
Oder was denkt ihr? Okay, wo müssen wir jetzt theoretisch hin? Also theoretisch, okay, was heißt theoretisch? Ich glaube, wir können hier unten noch wahnsinnig viel erkunden und ab nach hinten auch noch. Mal schauen. Es gibt noch so wahnsinnig viel, was man hier machen könnte. Hallo, Kieferli. Ist hier, was man noch machen kann? Sich aus dem Wiki die Grafiken raussuchen und die dann als Stickbild auf Stoff oder sowas packen. Was ist ein Zwischenraum? Guck an. Ich würde sagen, wir laufen einfach mal noch ein Stück weiter nach Süden. Einfach den Weg hier entlang. Man weiß ja nie, was man findet, ne? So, suchen wir doch einfach mal ein paar neue Sachen. So. Die Kristalle sind immer wichtig. So, was haben wir denn hier noch so schön? Lag? Okay. Was war das gerade? Kommt das Spiel gerade nicht mit klar, dass ich hier neue Sachen aufdecke, wa? Aber ich läuft's aber flüssig, ne? Ah! Oh. Sieht hübsch aus. Mit dem Berg da drin, mit dem Baum da drin. Sehr weitläufig. Und wir sind hier immer noch in der Wüste. Bin mal gespannt, wann die Wüste ans Meer anschließt. Wie geht's auch? Ich meine, wollten wir ja sowieso, ne? Also das passt ja eigentlich ganz gut. Wow. Renn schon wieder. Haha. Kriegst mich nicht. Kriegst mich nicht. Okay. Was wir brauchen. Ja. Auch. Ah. So, wir müssen sämtliche Kisten knacken, in der Hoffnung, dass wir da eventuell die letzte Karte finden. Ich habe nämlich nachgeguckt, die müsste in einer so einer großen, in einer so einer Kiste sein. So versteckt die hier teilweise sind. Na, okay. Hoffe ich jedenfalls, dass wir die finden. Das hier wird auch noch lustig. Oh nein! Ah, ich hasse es, wenn das passiert. Bitte nicht verbrennen. Ah. Ah. Mir die. Schmetterling. Den Schmetterling mag ich nicht. So, hier ist nichts weiter. Warte mal. So. Warte mal. Genau, da war ja was, ne? Probieren wir es mal aus. Oh, das macht Laune. Oh Gott, wie schnell wir sind. Au. Ich würde auch sagen, wirklich, so die ganzen Dekos nehmen wir nicht mehr mit. Haben wir ja auch schon zu Genüge. Wir sammeln eigentlich nur noch alles aus den Truhen.
Hose? Hose! Wir können die Hose anziehen. Ja. Freue ich mich gerade wirklich tierisch drüber, dass wir die Hose gefunden haben. Dann fehlt dir jetzt eigentlich wirklich nur noch die Karte. Ich meine, so eine komischen Truhen haben wir hier mehr als genug, ne? Ja. Renn schon wieder. Renn schon wieder. Nicht okay. Hm? Oh, noch mehr Hosen. Jetzt, wo wir sie haben, brauchen wir sie nicht noch. Oh Gott, ey. Flammenring. Meine gut, wenn es so weitergeht. Können wir vielleicht doch den Magma-Schleim aufrufen. Beziehungsweise finden. Den großen. Aber ich weiß nicht, ob ich mich mit dem anlegen will. Ich muss ganz eindeutig Nahkampf üben. Das geht so nicht. Wir sind viel zu schlapp. Viel zu schlapp. Sich auch manchmal echt schwer zurecht hier, ne? Geht euch das auch manchmal so? Au. Wusste ich. Stand schon wieder drauf. Das ist nicht okay. Oh. Mal hier. Schädel. Okay. Letzter Ausläufer. Gut. Dann. Freuen sich unsere Bummelkugler, wenn ich denen wieder was zu futtern mitbringe. Leider davon. Okay. Ich habe ein bisschen Angst, mir sind hier ein bisschen zu viele Schmetterlinge. Oh, ein Bergbau. Nice. Ich sehe hier aber auch gerade keine Truhen. Von daher ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Noch eine Hose? Ey, wirklich. Die ganze Zeit habe ich nach der Hose gesucht und hier finde ich gleich 5. Übertrieben. Wo ist die Karte? Die öffnen. Ich wollte die gar nicht. Weil ich finde es cool, dass man die abbauen kann und später dann sozusagen woanders noch hinbauen, aber. Ja, ich sag, wer braucht das? Arbeiterhandschellen? Okay, der schwarze Ring. Okay, okay. Wir bräuchten noch irgendwas für die Zweithand hier. Nee. Oh. Also. Eva? Da werden sie unsere Bummelkugel aber freuen. Bitte? Karte? Keine Karte. Karte?
Eine Karte. Okay. Oh. Also mit denen lege ich mich noch eher an als mit den blöden Schmetterlingen. Die sind nämlich nervig. Ups. Und Sabora hat auch schon ganz schön einstecken müssen, ne? Der ist ja schon wieder fast kaputt. Okay, waren wir schon mal? Da haben wir noch was. Sie draußen noch kurz um? Haha, bist du. Lustig. Okay. Jetzt sind wir aber fernab vom Schuss, ne? Das macht einfach zu große Laune. So, hier ist der Weg, dem wir eigentlich folgen wollten. Ich finde das so geil, dass jetzt wirklich, wow, dass wir den Minenanzug wirklich komplett haben. Das ist nice. Das ist nice to have. What? Okay, der ist neu. Ein Bombenring. Bäh. Ah ja. Und hier waren wir schon. Okay. Es nimmt hier eine sehr interessante Kurve an. Ich bin echt in der Versuchung, nochmal zurückzugehen bis hier. Und dann sich einfach nur reinzugraben. Oder wir gehen nochmal durchs Lava-Gebiet und gehen einfach von hier aus einmal quer durch die Wüste. Weil sonst nichts zu tun. Komm schon. So. So. Huch. Nehm ich mit. Ich liebe das, ey. Das macht so Spaß. Immer, Leute, nicht immer schön dran denken, umziehen. Und wir müssen essen. Ganz dringend. Ah, warte mal, die können wir noch weghauen, weil das sind ja nicht die... Oder? Nee, die sind da. Gott brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht. Wir haben hoffenweise Sachen doppelt und drei... Ach. Da ist noch so ein Buch durch. Ein Bummelkugler. Fleisch kann man immer gebrauchen. Komm, gib her. So, dann machen wir mal. Gucken, ob wir hier nicht noch ein paar Tempel finden oder sowas. Die wir mal ausrauben können. Ja, mein neues Fossil. Das haben wir schon. Das hatte ich auch schon. Die ganzen Speerspitzen da drin. Ist es so... Ich finde das so cool, dass diese Welt tatsächlich eine Geschichte erzählt. Das ist schade, dass man das hier nicht mitnehmen kann. Okay. So gesehen, wir brauchen so viel von dem ganzen Kram nicht. Weil das haben wir alles schon jetzt... Das haben wir alles schon. Wir haben so viel Zeug doppelt. Au! Glück gehabt.